Hallo zusammen, ich bin hier gerade auf dem Weg zur Zugspitze, Gott sei Dank mit der Bahn, und ich zeige euch heute, wie ich hierfür mein Last Minute Stirnband gemacht habe. So, hier zeige ich euch einmal die Wolle, die ich genutzt habe. Hier seht ihr die ganzen Details. Und ich arbeite mit einer 3,5 mm Häkelnadel. Für das Haarband starten wir mit einer Reihe Luftmaschen. Das sieht wie folgt aus. Für mein Haarband mache ich insgesamt 12 Stück. An dieser Stelle könnt ihr aber natürlich ganz einfach variieren. Wenn ihr ein schmaleres oder breiteres Band haben wollt, könnt ihr ganz einfach mehr oder weniger Luftmaschen machen. So, so sollte das Ganze nun aussehen. Nochmal nachzählen, ob es auch wirklich 12 Stück sind. Das passt. Zum Umdrehen mache ich jetzt eine weitere Schlaufe und steche in der vorletzten Masche wieder ein, um dort eine feste Masche zu häkeln. Jetzt machen wir einfach wieder feste Maschen den ganzen Weg zurück. Am Ende angekommen, sieht das Ganze nun so aus. Und um jetzt sauber umzudrehen, machen wir wieder eine Luftmasche, drehen um und häkeln wieder feste Maschen zurück. Das Ganze macht ihr jetzt so lange, bis das Haarband einmal um euren Kopf herum reicht und gebt dann bitte noch, je nach Dicke eures Garns, ein bis zwei Reihen zusätzlich hinzu, sodass es auch nachdem wir den Knoten genäht haben, nicht zu eng sitzt. So, das ist nun die für mich passende Länge. Um jetzt diesen süßen Knoten zu machen an der Stirn, ziehen wir den Faden einmal durch. Und legen die Enden aufeinander. Jetzt verschiebt ihr das Ganze so und klappt die überstehenden Seiten nun um. So. So sollte das jetzt aussehen, wie so ein kleines Sandwich. Und wir ziehen jetzt den Faden einmal hin und her dadurch, um das Ganze zu fixieren.
So, immer hin und her. Achtet darauf, dass ihr immer alle Lagen erwischt. Und macht so weiter bis ganz zum Ende. Und dann vernähen wir die beiden Fäden noch. So, den Faden ziehe ich jetzt einige Male durch, sodass er vernäht ist. Das gleiche dann mit dem anderen herausstehenden Faden, bevor wir beide dann abschneiden. So, und wenn man das Ganze dann einmal herumdreht, hat man diesen schönen Knoten. Ja, den zweiten Faden muss ich natürlich noch vernähen. So. So. Ich hoffe, dieses Kurztutorial hat euch gefallen. Für mich war das Haarband jedenfalls der perfekte Begleiter.